Hallo, liebe Jodel-Community. In dieser Pandemiezeit ist der digitale Austausch sicherlich mit der beste. Deswegen freue ich mich sehr über eure vielen Fragen und darauf, da gleich drauf eingehen zu können. Ich möchte aber vorneweg Dankeschön sagen. Dankeschön dafür, dass ihr jeden Tag aufeinander aufpasst, aufeinander Acht gebt. Aha-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Wir sind diesem Virus nicht machtlos ausgeliefert. Wir können einen Unterschied machen und das machen viele von euch jeden Tag. Danke dafür. Die wären ziemlich genauso, wie sie heute sind. Vor allem gerade beim Thema Party, zusammen, privat, feiern, gesellig sein. Ich weiß, dass das hart ist. Jeder von uns macht das gerne. Aber gerade in dem Bereich finde ich es wichtig, dass wir gerade das ein wenig einschränken. Dort sehen wir die Ausbrüche und wir wollen ja vor allem Kita, Schule, aber auch das Wirtschaftsleben, Arbeitsplätze weiterlaufen lassen. Also die Maßnahmen finde ich alles in allem, die passen schon. Stand heute, 20. Oktober, können wir mit einem Impfstoff tatsächlich in den ersten Monaten 2021 rechnen. Aber gerade bei Impfstoffen kann es auch immer Rückschläge geben. Dann dauert es natürlich auch eine Zeit, bis viele durchgeimpft sind und geimpft sind. Es wird ja eine freiwillige Impfung. Ich würde euch jetzt schon bitten, wenn es soweit ist, bitte lasst euch dann impfen. Umso schneller können wir wieder zum normalen Leben zurück. Wenn der Impfstoff hält, was er verspricht, nämlich vor allem Immunität gibt, dann ja. Das Masernvirus zum Beispiel ist ja auch noch da, seit Jahren und Jahrzehnten da. Aber Masern haben wir unter Kontrolle, weil wir einen Impfstoff haben. Und so gilt das für viele andere Viruserkrankungen auch. Und auch dieses Virus können wir damit unter Kontrolle kriegen, wenn sich viele impfen lassen. Was wir ja sehen, ist, dass wir jetzt schon besser mit allem umgehen können im Oktober als im März. Wir wissen, wie wir einen Unterschied machen können, vor allem wo. Einzelhandel zum Beispiel, Friseure, Bahnfahren, Busfahren, das geht ja mit Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Also der Alltag ist da zurück. Wir haben bessere Therapien, Medikamente schon heute als noch vor 6, 7 Monaten. Und vor allem, wir können viel, viel mehr testen. Und gerade das Testen, auch das tägliche Testen für ganz viele, wird noch viel leichter werden. Also ich bin eigentlich schon optimistisch, dass auch jenseits eines Impfstoffes wir in 6 Monaten noch viel besser mit diesem Virus im Alltag umgehen können, als das heute der Fall ist. Es hat ja hoffentlich jeder hier seinen Impfpass, seinen Impfausweis. Wir wollen den übrigens digitalisieren jetzt langsam, damit man den nicht immer suchen muss. Und der Impfausweis gibt natürlich dann auch Informationen darüber, wer sich hat wo wie impfen lassen. Und übrigens für manche Reisen in die Welt braucht man so einen Nachweis auch. Gerade bei Gelbfieber zum Beispiel gibt es einige Länder, die lassen einen ohne Impfung gar nicht einreisen. Und das kann es natürlich bei Covid-19 in Ländern auf der Welt auch geben. Selbsttest als Heimtest, also dass man zu Hause beim Zähneputzen oder tagsüber mal schauen kann, die wird es sicher geben, auch irgendwann in den nächsten Monaten. Ob vor Weihnachten noch, das kann ich nicht versprechen. Aber es wird jedenfalls, das weiß ich, von den Unternehmen mit Hochdruck daran gearbeitet. Übrigens müssten wir sie dann auch erstmal zulassen. Aber das würden wir dann im Fall der Fälle auch zügig hinkriegen. Schweden hat jedenfalls seinen ganz eigenen Weg gewählt, auch mit viel Risiken, gerade für die Älteren, mit am Anfang jedenfalls auch hohen Todeszahlen bei Pflegebedürftigen, bei den ganz besonders Älteren. Die Wahrheit ist aber auch, wir in Deutschland sind ja eher den schwedischen als den spanischen Weg gegangen. Also ja, wir hatten Einschränkungen, haben Einschränkungen, aber im Vergleich zu Spanien, Militär auf der Straße, Passierschein, nur eine halbe Stunde, Stunde am Tag überhaupt raus zu können, wie das im März, April, Mai dort war, da finde ich, haben wir doch
hier in Deutschland einen deutlich anderen Weg wählen können. Übrigens deswegen wählen können, weil die meisten Bürgerinnen und Bürger von sich aus aufeinander aufpassen, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske einhalten. Also umso mehr wir das selber regeln, eigenverantwortlich, desto weniger aber auch staatliche Maßnahmen. Und das ist übrigens der schwedische Weg, auf Eigenverantwortung setzen. Ein zweiter Lockdown, so wie er immer gemeint wird, den sehe ich nicht, weil wir wissen zum Beispiel im Einzelhandel, bei Friseuren, in anderen Bereichen, dass wir ja keine Ausbrüche haben im Moment, wenn auf die AHA-Regeln geachtet wird. Also wir haben Bereiche, von denen wissen wir heute besser als im März, wo die Risiken handelbar sind und deswegen würde man sie auch nicht wieder schließen müssen. Was wir sehen, gerade aktuell im Berchtesgaden, ist, dass man regional dann da, wo besonders viele Infektionen sind, mal wieder 2 oder 3 Wochen alles deutlich runterfährt, um es in den Griff zu bekommen. Aber so eine Situation wie März, April sehe ich Stand heute, 20. Oktober, sage ich immer dazu, weil dieses Virus ist dynamisch, keiner von uns weiß, was in 3 Monaten ist, aber Stand heute sehe ich das jedenfalls nicht. Das ist eigentlich eine Ausnahmeregel fürs Gesundheitswesen, für die Bereiche, wo dann ohne diese Pflegekräfte, ohne die Ärztinnen und Ärzte die Versorgung nicht mehr möglich wäre. Also wenn zum Beispiel wegen Positivtestung oder Quarantäne von Kontaktpersonen dann ganze Stationen gar nicht mehr arbeiten könnten, ganze Krankenhäuser vielleicht, ganze Praxen nicht mehr arbeiten könnten, eine Region unversorgt wäre, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, mit positiver Testung ohne Symptome arbeiten zu gehen. Wenn man dann aber sehr konsequent natürlich die Masken trägt, FFP2-Masken und die Risiken für alle anderen minimiert. Aber wie gesagt, das ist eher eine Ausnahmeregel, das soll keine Regelregel sein. Die Fußballfans dürfen ja nicht in riesigen Mengen, das ist jetzt Definitionsfrage, sondern mit Abstand, Hygiene, mit Konzepten, wo Infektionsrisiken minimiert werden. Es wird ja auch genau geschaut, ob es da Ausbrüche gibt oder in Bereichen, wo wir hohe Inzidenz haben, gibt es auch gar keine Zuschauer. Aber ich verstehe die Frage gut, weil natürlich gerade manche Regeln man sich erstmal fragt, passt das eigentlich zueinander? Und ich verstehe vor allem gut, dass man die Oma und die Schwerkranke noch dazu besuchen will. Aber auch da geht es eben am Ende um den Schutz. Gerade die Ältesten haben das mit Abstand höchste Risiko. Und vielleicht lässt sich ja ein Besuch möglich machen mit Masken, mit Schutz, dann eben auch unter besonderen Bedingungen. Das ist am Ende eine Balance, eine Abwägung, die wir da ja machen zwischen so viel Regelbetrieb wie möglich. Gerade Schule, Kita ist wichtig für die Kinder, Jugendlichen, aber auch für die Eltern und sicher auch die Lehrerinnen und Lehrer und gleichzeitig bestmöglichen Infektionsschutz. Und wir wissen einfach, ein gut gelüfteter Raum reduziert das Infektionsrisiko enorm. Ich weiß, im Winter, klar, wenn es kälter wird, wird auch das Lüften schwieriger. Aber es ist eben wichtig und da müssen wir halt vielleicht auch schauen, wie man flexibler vielleicht die Schulstunden anders gestalten kann, 20-Minuten-Einheiten statt, wie bei mir zu Hause in der Schule, jedenfalls 45-Minuten-Einheiten und anderes mehr. Ich verstehe, dass das zusätzlicher Aufwand ist, aber wir wollen ja eben Schulalltag möglich machen in der Pandemie. Das ist auch wieder eine Abwägungsfrage. Sie sind besser als nichts, das auf jeden Fall, aber sie sind weniger effektiv als Masken sind. Dann liegt es auch nochmal wieder dran, welche Maske. Also am Ende gibt es ja unterschiedliche Grade des Schutzes und ich finde, das muss man dann auch abhängig machen von der Situation. Es gibt Menschen, die auf das Sehen des Mundes angewiesen sind, weil sie sonst eben nicht verstehen können zum Beispiel. Es gibt bestimmte psychische Erkrankungen, wo es Sinn macht in der Arbeit mit Kindern oder Erwachsenen, dass der Mund zu sehen ist. Es gibt andere, die besondere Atembelastungen haben. Ich finde, in den Bereichen kann man sozusagen den Zwischenweg wählen, zwischen gar nichts und der Maske, dann so ein Shield zum Beispiel zu nehmen. Aber überall da, wo es eben geht, macht die Maske tatsächlich den besseren Schutz, das stimmt.
Naja, ich schaue mir das an, wo Diskussion noch möglich ist. Es gibt ja auch viele, ich meine, berechtigte Fragen, Argumente, andere Blickwinkel als den ich vielleicht habe. Und das versuche ich zu verstehen. Aber da, wo es nur noch Beleidigung oder Verschwörungstheorie ist, da gucke ich dann irgendwann auch nicht mehr hin oder beschäftige mich damit auch nicht. Das macht nur schlechte Laune. Ich versuche immer zu verstehen, ob es dahinter einen sachlichen Punkt gibt, also Kritik an der Testung, an dem PCR-Test, Kritik an bestimmten Maßnahmen, die wir ergreifen. Es gibt ja genug Punkte, wo man auch Kritik üben kann, weil es ja immer Abwägungen sind. Wir verkünden ja keine Wahrheiten. Und wenn da ein Punkt ist, dann kann man darüber reden. Wenn es aber einfach nur die Aussage ist, Corona gibt es nicht, hat sich Bill Gates ausgedacht und der Spahn und die Merkel, dann ist am Ende halt auch kein Gespräch möglich. Und dann sage ich halt auch, okay, freies Land, jeder darf denken, was er will. Aber damit muss ich mich nicht auseinandersetzen. Es ist eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gewesen, aus der Überlegung heraus, ab wann kann ein Gesundheitsamt nicht mehr die Kontakte nachverfolgen. Man kann immer mehr auf 45 oder 55 oder was weiß ich was nehmen können. Aber wir mussten eine Größenordnung nehmen, die realistisch auch ja, einen Hinweis darauf gibt, ab wann ein Gesundheitsamt es einfach nicht mehr schafft, Kontakte nachzuverfolgen. Kontakte nachverfolgen, das klingt so einfach gesagt. Die müssen ja, wenn jemand positiv getestet ist, teilweise 30, 40, 50 Kontakte erstmal im Gespräch rausfinden, dann ausfindig machen, kontaktieren, in Quarantäne setzen. Das ist unheimlich viel Arbeit. Und die Erfahrung ist, dass dieser Punkt 50 pro 100.000 ein ganz guter Messwert dafür ist, wann denn das System da in eine Überforderung kommt, vor allem in dem Bereich. Sie wurde von mir selbst finanziert, wie für die allermeisten anderen Deutschen die Regel ja auch gilt, dass die Kassen seit 2004, glaube ich, wurde das geregelt, zu Brillen nicht mehr viel dazu zahlen, außer in speziellen Ausnahmesituationen. Also da gilt das Gleiche für mich wie für die allermeisten anderen auch. Die Brille ist 2004, damals in einer großen Wirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit, kein Geld bei den Kassen, rausgenommen worden aus dem Leistungskatalog im Regelfall, also in bestimmten Ausnahmesituationen wird sie ja bezahlt, schlicht und ergreifend, weil man gesagt hat, damit Geld da ist für die Bereiche, die man gar nicht selbst tragen kann, ob es die Krebsbehandlung ist, ob es Parkinson, andere schwerwiegende Erkrankungen sind, gibt es einige Bereiche und die Brille gehört dazu, die werden rausgenommen aus dem Leistungskatalog. Ich verstehe die Frage gut, aber muss sich immer auch noch mal erinnern, was da 2004 los war. Und warum damals übrigens eine Praxisgebühr eingeführt wurde, 10 Euro beim Arzt, ist mittlerweile wieder abgeschafft worden. Zuzahlungen für Medikamente, die gibt es bis heute, wurden eingeführt. Sterbegeld wurde abgeschafft. Also damals in einer echt schwierigen wirtschaftlichen Lage wurde das so entschieden, um insgesamt das System zu stabilisieren. Worum es ja geht, ist, ob der Staat Mittel aushändigt, um sich selbst zu töten. Und ich verstehe, dass gerade Patienten, die sehr schwere Leiden haben, die Sorge haben auch vom qualvollen Tod, darüber nachdenken, sich selbst zu töten. Aber es ist für mich ein Unterschied, und da gab es ja auch gerade erst ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ob das in einem Arzt-Patienten-Verhältnis passiert oder ob der Staat darüber entscheidet, wer die Mittel zum Töten bekommt. Und ich möchte nicht, dass Politik, Beamte, ich als Minister darüber entscheiden, wer diesen Weg gehen darf und wer nicht. Und deswegen halte ich da tatsächlich nichts davon, dass der Staat diese Mittel abgibt. Und es ist auch kein Rechtsbruch, wie in der Frage behauptet wurde, sondern tatsächlich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sogar aus unserer Sicht jedenfalls logische Konsequenz. Es geht eben auch auf anderen Wegen und nicht durch den Staat. Was eine gerechte Bezahlung der Kliniken ist, darüber können wir wahrscheinlich lange diskutieren. Was wir zumindest zum 1.1. jetzt schon gemacht haben dieses Jahr, ist, die Pflege rauszunehmen aus der Fallpauschalenlogik. Heißt also, für Pflege kann das Krankenhaus so viel ausgeben, wie es braucht. Und das kriegt es auch bezahlt von den
von den Kassen. Aber wir haben noch nicht viele Leute, vielleicht hat ja der Fragesteller eine Idee und schickt sie mir dann, ein besseres System genannt als das, was wir aktuell haben. Einfach nur zu sagen, wir bezahlen die Kosten von dem Krankenhaus, egal ob Patienten kommen oder nicht, ist ja auch keine effiziente Bezahlung. Ich habe ja schon mal kandidiert für den CDU-Bundesvorsitz 2018, bin es offenkundig nicht geworden damals und habe mich in diesem Jahr, als die Frage wieder anstand, entschieden, Armin Laschet zu unterstützen, weil wir nicht alle immer auch in der Partei über Team reden können, wenn dann keiner Team lebt. Und Team funktioniert halt nicht, wenn jeder selbst der Teamführer sein will. Und deswegen habe ich mich damals in der Situation Februar entschieden, in der Situation, wo es der Partei übrigens auch ziemlich schlecht ging. Und ich mir auch nicht sicher bin, ob ohne Corona es nicht auch wieder schwierig werden würde. Also bleibe ich dabei und möchte mithelfen, dass die CDU möglichst geeint und gemeinsam in den Wahlkampf nächstes Jahr geht. Und eigentlich habe ich mit meiner Kandidatur 2018 die Frage, die zweite, schon beantwortet. Das ist ein Thema, das mich ja sehr beschäftigt, auch sehr beschäftigt hat, weil ich weiß, wie viele Frauen leiden, weil ich auch weiß, wie viel psychisches Leid dahinter ist. Das eine sind ja die körperlichen Leiden, aber auch das psychische Leid. Und deswegen gibt es ja endlich Studien, um zu überprüfen, welche Behandlungen tatsächlich helfen, welche einen Unterschied machen. Und wenn das nachgewiesen ist, werden die dann auch regelhaft für alle übernommen. Wir müssen halt schon aber auch schauen, wie in anderen Bereichen auch, dass das, was gemacht wird, tatsächlich auch wirklich hilft. So gelacht habe ich dabei ja gar nicht. Das sind halt unterschiedliche Systeme. Das amerikanische System ist viel stärker privatwirtschaftlich organisiert. Es gibt andere, die sind sehr staatlich. Übrigens, das britische System ist eigentlich ein Staatssystem. Und ich finde, wir fahren mit unserem Gesundheitssystem in der Mitte. Viel staatliche Regulierung, damit auch jeder Zugang hat zur medizinischen Versorgung und gleichzeitig aber eben auch viele, ob es Ärzte sind oder Krankenhäuser, die da eigenständig drin agieren können. Damit fahren wir eigentlich ganz gut. Nach allem, was ich weiß, das sind ja am Ende beamtenrechtliche Entscheidungen und Personalentscheidungen, hängt das immer auch mit der psychischen Erkrankung und dem Job zusammen, den man anstrebt, dass es bestimmte Bereiche gibt, ob es in der Sicherheit ist, bei der Polizei, in anderen Bereichen, auch für Beamtinnen und Beamte, wo die gesundheitliche Verfasstheit, und zwar die körperliche wie die geistige, eine Rolle spielt. Das finde ich schon, dass das dazu gehört. Aber ich bin dabei, einfach nur eine Psychotherapie alleine und für jeden Beruf. Das darf natürlich kein Stigma sein. Man muss halt genau hinschauen. Aber wir schauen, wie gesagt, auch bei der körperlichen Gesundheit bei bestimmten Berufen richtigerweise hin. Ich weiß, dass das Thema viele beschäftigt, natürlich gerade bi- und sexuelle und schwule, lesbische, homosexuelle Menschen. Warum sie nicht Blut spenden dürfen, jedenfalls nach den Regeln, so wie sie sind. Ich habe die Bundesärztekammer, die ja diese Regeln im gesetzlichen Auftrag entwickelt, gebeten, das nochmal zu überarbeiten, sich das nochmal anzuschauen. Es geht ja vor allem um die Frage eines tatsächlichen Risikoverhaltens, also wer hat wie viel verschiedene Sexualpartner in den letzten Monaten gehabt, und das gilt ja dann eigentlich bei Hetero wie bei Homo und bei allen anderen auch, und da wollen wir eben schrittweise hin. Wahr ist aber eben auch, dass wenn ich schaue, wo haben wir die meisten HIV-Infektionen in Deutschland, immer noch dann leider bei Männern, die Sex mit Männern haben und in bestimmten anderen Bereichen. Aber das ist immer noch die größte Gruppe, so schmerzhaft das ist. Wir haben ja in der Pandemie, in dieser Ausnahmesituation, es den Ländern möglich gemacht, zu entscheiden, wie rum die Abfolge ist, die zeitliche Abfolge, wann die Prüfung
gemacht werden. Und die Länder haben das, wie die Frage deutlich macht, unterschiedlich entschieden. Aber damit ist es jetzt auch entschieden. Ich weiß, dass das für viele schwierig ist, erstmal auch für viele nochmal eine neue Situation war. Aber es war für uns alle, ich meine, wir haben eine Jahrhundertpandemie, dass die Dinge dann nicht alle so laufen können, wie sie vielleicht vorher und nachher laufen. Dafür bitte ich halt auch um Verständnis. Die Zahl der Sitze, der Kassensitze für Psychotherapeuten ist in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark erhöht worden. Es gibt viele zusätzliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Wir haben übrigens auch gerade das Berufsgesetz überarbeitet, auch nach langjähriger Diskussion. Was wir aber auch sehen, ist, die Zahl der Psychotherapeuten alleine führt noch nicht zu einer schnelleren oder auch besseren Versorgung. Wichtig finde ich auch, dass es so gesteuert wird, dass die, die wirklich dringenden Bedarf brauchen, die akut krank sind, ihn auch schnell bekommen können. Und daran arbeitet gerade, naja, jetzt ist es wieder so technisch, die Selbstverwaltung. Also Ärzte, Krankenkassen, Krankenhäuser beschäftigen sich genau mit dem Thema und wollen eben bis Ende des Jahres dazu einen Vorschlag machen, wie wirklich diejenigen, die dringend Behandlung brauchen, auch schneller eine kriegen. Krebsvorsorge ist nicht grundsätzlich immer selbst zu bezahlen. Im Gegenteil, es gibt eben empfohlene Vorsorgeuntersuchungen, auch für die unterschiedlichen Krebsarten. Das werden wir übrigens noch weiter jetzt auch ausdehnen, Zug um Zug. Für Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs gibt es jetzt sogar Einladungssysteme, wo man also ab einem bestimmten Alter regelmäßig eingeladen wird zur Vorsorge. Was da jetzt in der konkreten Situation selbst zu zahlen war, das mag mit dem Alter oder bei bestimmten Behandlungen, dann mit der Behandlung an sich zusammenhängen, das kann ich so schnell nicht nachvollziehen und überprüfen. Aber Krebsvorsorge generell, wenn sie empfohlen ist, und das ist immer altersmäßig gestaffelt, wird natürlich auch bezahlt. Ich kriege aus den Krankenhäusern eigentlich eher die Meldung, dass das schon sehr empfindliche Sanktionen und Strafen sind, wenn man nicht ausreichend Personal hat und deswegen die Personaluntergrenzen dort nicht nur Freude auslösen bei den Krankenhäusern, aber sie sind trotzdem wichtig, weil es sind ja Untergrenzen, ausreichend Personal braucht, auf Intensiv, in der Kardiologie, in anderen Bereichen. Aber ich nehme den Hinweis gerne nochmal mit, weil so rum habe ich ihn jetzt auch noch nicht so häufig gehört. Also mein Eindruck ist, die meisten Krankenhäuser vermeiden diese Sanktionen, weil sie eben doch schmerzhaft sind. Es liegt ja dran, wo man eine Praxis gründet. Ein Arzt in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, in anderen ländlichen Regionen, kann ziemlich gut verdienen, kriegt auch sehr gute Startunterstützung. In Städten, die eh schon sehr gut versorgt sind, hier in Berlin, in München, Münster, Düsseldorf, mag das etwas schwieriger sein auch, das verstehe ich. Aber gerade in den Regionen, die Ärzte dringend suchen, gibt es sehr viel Unterstützung für Jüngere wie für ältere Mediziner, die sich dort niederlassen wollen. Dass das Zusammendenken oder Erwähnen von Homosexualität und Pädophilie nicht passt, das hat ja Friedrich Merz auch schon selbst klargestellt, dass er das so nicht wieder formulieren würde. Und damit ist das erstmal für mich erledigt. Gleichwohl kann ich nur ermuntern, in die Lokalpolitik zu gehen. Finde ich gut. Jeder, der sich engagiert im Stadtrat, im Gemeinderat, hilft mit, am Ende das Zusammenleben zu gestalten. Wir brauchen mehr davon. Denn die Frage ist ja, wenn wir die private Versicherung abschaffen würden, würden alle 2 Monate warten. Damit wäre ja jetzt dem gesetzlich Versicherten nicht geholfen. Deswegen haben wir es ja umgedreht und für gesetzlich Versicherte zum einen die Vergütung, also die Anreize beim Arzt auf einen schnelleren Termin verbessert. Aber noch wichtiger, 116, 117 anrufen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche wird unter 116, 117 geholfen, einen Termin zeitnah in der Nähe zu finden. Und das klappt auch in weit über 95, 98% der Fälle.
Der Beitrag für Studenten ist ja schon eine Sonderregelung, auch ein ermäßigter Beitrag. Aber er braucht natürlich auch eine einheitliche Bemessungsgrundlage und die gibt es dann da. Im Übrigen ist das Versprechen der Krankenversicherung, man muss ja auch mal schauen, was kriegt man eigentlich für den Beitrag. Egal was passiert, egal wie teuer es wird und wenn die Therapie eine Million kostet, wenn man krank wird, sie wird bezahlt. Ich finde, ab und zu sollten wir auch mal wahrnehmen, was es für vergleichsweise kleineren Beitrag auch an Leistungen geben kann, jedenfalls wenn man sie braucht. Entspannte Amtszeiten als Gesundheitsminister gibt es nicht. Es ist immer was los, viele Themen, gerade im Gesundheitswesen, 80 Millionen, 5 Millionen Beschäftigte, 80 Millionen Bürger, da ist jeden Tag was los. Aber ja, die Pandemie jetzt, Corona, das ist natürlich eine Ausnahmesituation, eine echte Ausnahmesituation. Das waren schon spannende Monate, die letzten Monate, aber das waren sie ja nicht nur für mich, sondern für jeden von euch auch. Ihr habt 6.500 Fragen gestellt. Wir konnten jetzt nur einige beantworten. Die habe übrigens nicht ich ausgewählt, sondern das Team von Jodel. Aber wir, das kann ich jedenfalls zusagen, ich wäre bereit dazu. Wir machen das gerne nochmal und dann beantworte ich noch mehr Fragen. Erstmal vielen Dank fürs Mitmachen und alles, alles Gute. Bleibt gesund.